Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Star Wars Republic Command. Ja, willkommen zurück. Ich hab das Willkommen vergessen. Mit Mittelpunkt. Und wir müssen den Tafel begleiten. Der Verladerampen überrannt. Wenn wir die Separatisten zurückschlagen wollen, brauchen wir diese Munition. Ja, okay. Wir brauchen ihn lebend. So viele tote Wookies. Oh mein Gott. So, die Typen haben ja nichts. Ja, Träger. Gut, dann kümmere ich mich mal gleich wieder um diesen Träger. Der braucht komischerweise wieder nur 10 Sekunden. Andere Träger, zum Beispiel der im Hafen und im Hangar, braucht auch wieder 20 Sekunden für den Sprengstoff. Das ist so ganz eigentlich war es sich über diese. Die Zeit nicht, glaube ich. Dann haben wir da einen SKD-Träger. Den zerstöre ich auch gleich mal. Ah, 20 Sekunden warten. Freizeit! Yeah! Oh, so, komm schon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Boom, baby. Kaboom. Ist auch nicht überlebt. Ich dachte, der hat das auch nicht überlebt. Wir haben schon überhaupt gar keine Angst mehr vor den Typen. Guck mal, wie sticht. Ich nehme mich sogar schon direkt den gegenüber. Oh, ich habe den Arm abgeschlagen. Kann ich dir den anderen Arm auch abschlagen? Komm her. Catchen. Oh. Langweiler. So, formieren. Ein bisschen Munition und Granaten aufsammeln. Jetzt haben wir wieder nur noch Blendgranaten und Thermaldetonatoren. Platziere Sprengsatz. Gesichert. So, konzentrieren auf den da. Jetzt konzentrieren auf den da. Draufballern da. Drauf da. Jungs, schießt. Schießt, als würde es um euer Leben gehen. Aber das geht ja eigentlich. Egal. Wir haben wieder Schockgranaten gekriegt. Oh, wieder mal schnell heilen. Entschuldigung. Begeben Sie sich zur schwere Munition. Schwere. Dass sie dann manchmal nicht gleich sehr automatisch sterben. Ist schon ein bisschen gemein. So, sorry, ich war gerade wieder ein bisschen Brain off. So, auf den da schießen. Sowohl mit Granaten als auch mit Scharfschützengewehr oder was er hier gerade benutzt. Das Ding lebt doch noch. Hat sich nicht gerade abgespielt? Ne, hat's nicht. Okay. Ach, da kommen noch mehr. Jetzt kommen erst die Söldner. Jetzt, wo wir die Druiden bedrohung besiegt haben. Ach, bam, und dann nochmal, komm. Weil es so schön war. Ja, das geht auch, wenn es am Boden liegen. Stimmt. Das habe ich ja total vergessen. Das kann man, glaube ich, auch nur ein einziges Mal machen. Oder? Ja, leider. Schade. Hm. Aber dafür können wir das machen. Was keine Soundcard gemacht hat. Erste Verladerampe auf 12 Uhr. Sichern Sie die Munition. Koste es, was es wolle. Einer dahin. Einer dahin. Vielleicht schafft es einer da oben hin. Wenn er es da oben nicht hinschafft, ist es auch nicht so schlimm. Verdammt. Stimmt, ich hatte nur ganz wenig Leben. Rettet mich wer? Ja, es kommt jemand, mich zu retten. Dann kann einer nämlich das Geschütz da gleich annehmen. Ach ja. Ja, ja, das ist jetzt gerade einigermaßen leicht hier. Gegen Ende. Einer stellt sich hier hin, einer geht da hin. Einer geht hier hin. Und ich hacke das Ding. Genau, sie guckt, probiert das Ding so auf Herz und Nieren, testet es auf Herz und Nieren und dann kannst du es ja berichten, wie es ist. So, auf wen schießt du denn da? Oder musst du auf die andere Seite? Da ist ja mal auch irgendwas. Muss auf beiden Seiten irgendwas machen. Machen wir mal Leichen in so einem
Ich finde das so genial. Ich finde das einfach so genial. Oh, hier kann ich nochmal was hacken. Okay, dann hacke ich das eben nochmal. Oder beziehungsweise ein anderes. Entschärfen Sie die Sprengsätze. Ist hier noch irgendwo ein Sprengsatz? Die Sprengschlösser sind deaktiviert. Gehen Sie zur nächsten Lade. Mehrere Feinde nähern sich. Verteidigen Sie die Munition. Ach, das ist Munition. Das sieht eher aus wie Treibstoff oder sowas. Und alle sind sie irgendwie beschäftigt. Dann kann ich ja mal irgendwie da... Genau. Ich bin's mal wieder. Ich muss mal wieder das hier machen. So, da war ein Trano. Der hat auch überlebt. So, ich hoffe, jetzt habe ich 20 Sekunden Ruhe vor den Typen. Und das sind alle SKDs. Ja, da hinten schießt wieder ein Trano auf mich. Was ist das für eine Explosionskiste? Oh, ja. Okay, jetzt muss ich warten, bis der Typ da weggeht. So, ja, mit hier. So, wunderbar. Jetzt bin ich doch auch ein bisschen geflasht. Aber es sieht schön aus. Ist die Sternchen. Yay. Hooray. 5, 4, 3, 2, 1 und weg damit. Ich mag diese Dinger zwar immer noch, aber ich kann sie jetzt einigermaßen gut ausschalten. So, dann muss ich dieses Ding hier nämlich zerstören, um davor zu rücken. Hör auf, mich zu schießen, Trano. Hör auf, habe ich gesagt. Aufhören, böse. Das ist ganz, ganz böse von dir. Das ist überhaupt nicht nett. Ne. Zurück, Delta. Oh, Benz. Explosionen! Ich brauche mehr Explosionen! So, liegt hier hinten vielleicht irgendwas in der Ecke? Oh, hier kann man da mal rumgehen. Warum schalte ich jetzt diese Dinger da mal aus? Damit ich keine Munition verschwenden muss. Gut, dann muss ich da halt doch die alleine erledigen. Wieso blöd sind sie sich gegenseitig in der Tür blocken? Na gut, dann mache ich doch halt wieder alles. Huch, jetzt habe ich nicht gelesen, wie die Mission heißt. Verdammt. Geben Sie sich zur Verladerampe B. Hm, dieses Gebiet kommt mir so verdammt bekannt vor. Hier waren wir doch genau exakt an derselben Stelle. Piu, da fliegt er. Und hier haben wir freies Schussfeld. Und ich bin gleich tot. Ah, da ist aber zum Glück eine Bagdad-Station. Bevor ich zur Bagdad-Station gehen wollte, wurde ich natürlich von einem Trangut gekillt. Egal, um die Hilfe und sowieso. Ich würde niemandem gerne helfen, aber ich bin beschäftigt. Sauberer Schuss. Ja, ja, danke, danke. Ich habe zwar nichts gemacht, aber trotzdem danke. Bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel auf normal ist. Es kommt mir so einfach vor gerade. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad. So extrem einfach. Eigentlich schon die ganze Zeit. Können ja mal kurz. Spiel, Mittel, Schwierigkeit. Leicht, schwer, Mittel. Ah. Das hat geholfen. Lassen wir es jetzt noch für die letzte Mission eben noch so. Die Droiden haben die Munitionskisten vermint. Sichern Sie den Sektor und entschärfen Sie die Sprengsätze, bevor hier alles in die Luft fliegt. Okay. Da fliegt schon was in die Luft. Oh, guck mal, ein brennender Wookie. Sie wollen sie mit den Geschützen aufhalten. So, dann mache ich das hier mal schnell. An einem. Der Wookie hätte es halt lassen sollen. So brennt halt jetzt sein Fell. Kann ich auch nichts für. Wenn er das unbedingt machen muss. So, da kann jetzt wahrscheinlich keiner meiner Soldaten dran. Ja, klar. Konzentriere mich auf Ziel. So, dann deaktivieren wir hier mal schnell die Sprengsätze. So, einen kann ich noch irgendwo zuweisen. Oh, der hat gerade ein Schussproblem geschlagen. Dann weisen wir den mal hier ein. So, dann ziehen wir mal einen von den hinteren ab da. Scorch, komm mal her. Du setzt dich jetzt da hin. Wirfst aber ein paar Granaten hin. Oh, wir haben wieder schön die schönen Schallgranaten. So, ich entschärfe in der Zeit mal diese hier. F gedrückt halten. Klar, kann ich machen. Ja, 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 ich kümmere mich ja schon. Eigentlich haben wir alle Ladung damit. Nein, nein. Nein. Wie ich es hasse, wenn ich meine Truppe damit abziehe. Ich will die dann nicht abziehen. Die sollen gefälligst da stehen bleiben. Naja. Besiegen wir jetzt erstmal den SKD.
4 und dann haben wir es für heute. Max, was machen die denn hier? Offenbar nahmen die Separatisten den Angriff ernster als wir dachten. Sie haben jeden Mann mobilisiert. Sie wollen Kashyyyk um jeden Preis. Ja, damit habe ich jetzt auch überhaupt nicht gerechnet. Kein Stück, ehrlich gesagt. Ja, toll, aber sie schaffen es nicht mehr. Toll. Ich brauche Hilfe, Kommandos. Toll. Nur weil dieser scheiß Bug mich in den letzten Sekunden noch wegschlemmen musste. Super. 5 Sekunden haben noch gefehlt. Und nur weil ich wahrscheinlich dieses eine idiotische Arschloch von seiner Position weggerufen habe. Ah, das ist immer so ärgerlich, ist das. Das ist richtig ärgerlich. Sprengsätze. Die Droiden haben die Munitionskisten vermieden. Okay. Jetzt wissen wir, wo unser Fehler lag. Jetzt schaffen wir es auch so. So, schicken wir sie gleich mal hier einen hin. Einen dahin. Und einen hier. So, und ich entschärfe in der Zeit alles. Das ist ätzend. Das ist wahrlich ätzend. Wenn man so kurz vor dem Sieg steht und dann nochmal so zurückgeworfen wird. Ich habe jetzt auch absichtlich habe ich meinen Granatwerfer ausgepackt, weil ich gleich die SKDs und zerstören werde. So gut es geht. Huch, da ist dieses Explosionszimmer. Dieses Fass haben wir explodiert. Ah, na du. Zack. So, dann mache ich die hier nochmal schnell. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zack. Ziel eliminiert. Habe ich irgendwelche übersehen? Ziel eliminieren. So, dann mache ich mal schnell die hier. Bevor jetzt hier wieder die Bugs ankommen. Wenn ich jetzt merke, wenn ich jetzt höre von wegen Genosianer, dann verpisse ich mich ganz schnell schon und unterbreche das einfach. Und gebe denen erstmal Befehl, dass er den Genosianer abschießen soll, weil die SCKDs sind ja egal. Ihr Arschlöcher! Ihr verdammten Strahlenwaffe! Ätzend! Ätzend! Kommt jetzt Hilfe. Ah, da kommt der Fixer. Das ist ätzend. Ist diese Strahlenwaffe ätzend? Die Verladerampe ist gesichert und wir konnten einen Teil der Munition retten. Bringen Sie Tafel jetzt zu seinen Leuten. Ziel eliminiert. So, dann mache ich jetzt immer die 4 Sekunden etwas. So, das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Diese verdammten Genosianer eben gerade, ne? Die haben gerade einmal den Sieg geholt. Die hat mich immer schon wieder fast einmal getötet. Wisst ihr was, ich habe jetzt... Ja, komm, mache ich halt nochmal. Ich halt, immer ich. Ich muss immer die Sprengsätze planen. Egal. Wird gemacht und gut ist. Keine Mucken. Zack, zack. Strahlenkanone. Wir haben immer noch unseren Raketenwerfer, den wir lieber mal beibehalten. Söldner, ja, friss das hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber ich will mir jetzt erstmal ein bisschen Munition holen. Weil ich weiß ganz genau, dass es hier oben irgendwo noch Sprengmunition gibt. Mein Team kann sich auch erstmal heilen. Sie nicht Drogen nehmen, Sie Bagdad, Soldat. Bei mir ist es egal, ja, ob ich mich heile. Hole Bagdad. Verdammt, habe ich die hier vorne eingesammelt? Hier lagen welche, war ich der Meinung. Shit. Oder da hinten, ah, da liegt noch Sprengmunition. 07 ist einsatzbereit. Oh, kann ich nicht über die Wookie-Leiche einfach drüber springen? 6-2 ist kampfbereit. So, nachladen. Und auftanken. Hey, er hat doch eben gerade schon einmal nachgeladen. Und der Wookie hat überlebt. Oh Wunder, oh Wunder. Er hat überlebt. Oh, dann konnte er damit gut, konnte uns damit gut helfen, dann, mit seinem Geschütz. Das war immer ganz positiv. Hilfen Sie sich zum Wookie-Treffpunkt. Zack, Schicksal der Wookies. Gut, würde ich sagen, war es noch eine letzte Folge. Aber das nächste Mal wird es die letzte Folge sein. Also würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim letzten Mal. Oder beim nächsten, höchstwahrscheinlich letzten Mal, nächstes Mal wieder. Das war's von mir, euer Punkt. Tschüssi.